abziehen und wir können wieder einen Spion machen. So, also die Musterungshalle unbedingt. Jetzt. Wir werden niemals aufgeben! Ja, mein König! Ja! Welche sind besser? Die, da nehme ich einen von denen nochmals raus und gehe zur zweiten Siedlung. Hervorragend. Alles bereit für einen Hinterhalt. Vergesst und greife die auch an. Wir zeigen wessen Zeit ist abgelaufen. 43 auch. Das ist alles, was ich brauche. Ich kann immer noch nichts ausbilden. Ja. Gehen von Bord. Mein König. So. Und ihr da? Habt auch sehr hoch, okay. So, ja, unsere Taktik ist einfach hier runter zu gehen. Wir müssen das Reich nicht ausrotten. Und sonst... ja, einfach hier hin irgendwo und dann diese Insel hier einnehmen und hier Borneo, hier ist Java. Okay. Papua-Neuguinea, Philippinen, Taiwan. Ja. Also, nächste Runde. Haben wir hier, ja. Werter Feind, wollen wir versuchen, zu einem Abkommen zu gelangen? Soll das wirklich ein Witz sein? Wir brauchen... ihr seid nicht überzeugt. War das alles? Dann wir brauchen es doch. Wir brauchen eure Reiche. Oh, edler Herr, wir haben etwas für euch. Ja, das machen wir. Handelsrechte und Karteninformation. Jetzt sehen wir, wo das Reich von den Mongolen ist. Ich gehe doch nicht dorthin. Nee. Euer Wille geschehe. Oder doch? Was ist denn die Belohnung? Ja, da gibt's wieder Schiffe. Nein. Nein, danke schön. Oh, alles grün gewesen. Ja, wir sind die fortschrittlichste Seite. Sehr gut. So, die Musterungshalle. Jetzt machen wir das Rathaus. Hier machen wir Yari-Samurais. Und einen Kaufmann, nicht hier. Wäre hier gut, ja. Kaufmann. Dann Agent rekrutiert Spion. Den nehmen wir raus und... hetzen ihn auf den und wir haben es geschafft. Sehr gut. Zum Führen bereit. Mongolen gut. Mein König, bin auf dem Weg. Wer oder was beleidigt euch, mein König? Wir werden niemals aufgeben! Nochmal speichern. So kleine Schlachten möchte ich nicht im Kampfmodus zeigen. Ihr solltet uns fürchten. Ja, ein paar Verluste, aber schon gut. Feinde liegen tot im Staub, mein König. Dieses Volk. Jetzt hat er schon wieder ein Merkmal bekommen. Gemeine Anführer. So, sehr schön. Jetzt können wir nochmals einen Kaufmann ausbilden. Wo am besten? Hier. Der hat aber keine Markthalle. Okay, das ist ein Markt. Wohin geht es? Der geht hier hin.
bleibst einfach hier oben. Das ist eine große Stadt. Wieso habe ich nicht so große Städte? Wir müssen unbedingt neue Truppen bekommen. Ausbilden. Hier oben können wir sicher auch. Ah, da haben wir schon. Fortbilden können wir nicht. So, nächste Runde. Eine Pferdezüchtergilde. Sehr gut. Diese Gilden verbessern zum Beispiel jetzt hier bei den Pferden etwas. Das in Edo. Schauen wir uns das mal an. Edo ist hier. Hier unten können wir die Gilde anschauen. Ja, Erfahrungsbonus für rekrutierte Kavallerie plus 1 und Bonus allgemeine Gesundheit plus 5%. Eure Befehle. Hier der Reiter hierhin. Abrücken. Fortbilden. Und rekrutieren. Mein Herr. So, die besten Einheiten kommen jetzt mit. Vorwärts! Mein König! Mein König! Wie ihr wünscht, Kapitän. Und hier danach. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Mein Herr. Ein bisschen hier hin. Mehr, Kapitän. Wir segeln und morgen. Wir haben schon wieder grün. Wir sind in Aufschwung. Haben sehr viele Einnahmen. Verlorene Truppen 13. Verstehe ich jetzt nicht. Der Übungsplatz ist fertig. Wir können, was können wir noch machen? Ledergerber, oder? Ja. Der Ledergerber. Verbesserung und unterrepariert. Aha, die Holzmauerverbesserung oder repariert. Wessen Zeit ist abgelaufen? Wie ihr wünscht. Wir haben doch irgendwo den großer Häuptling. Spion. Ich weise euch. Ihr geht mal runter und schaut, wie gut die schon vorwärts gekommen sind. Hoffentlich noch nicht so gut. Und Venedig und Kalmar Union sind verbündet. Okay. Also, der Kaufmann, der geht irgendwo hier zu diese Türme. Verdienen wir ein bisschen extra Gold. Und dieser Agent geht hier zum Turm. Oh, 65. Gut. Hier ist schon richtig viel Handel im Gange. Ah, ich geht mit dem geht außen herum. Aber es sah so aus, als würde ich durch das Land gehen. So, mehr hat es jetzt gerade nicht. Wir werden niemals aufgeben! Wir gehen hier hin. Nehmen ein paar der Truppen mit. Eure Befehle? Abrücken. Verbinden die Truppen. Und hier auch. Mein König. Eure Befehle? Und jagen den mal. Marschiert los! Wir marschieren zum Führen bereit.
Mehr gibt's jetzt hier nichts zu machen. Es scheint, dass die Meng-Dynastie nicht mehr so gut ist. Meng, 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 Meng. Meng. Da. Aber sie sind immer noch besser als wir. Nicht gut. Wo haben denn die Truppen alle auf der Insel Philippinen oder was? Eigene Auswahl. Militär. Sie haben mehr Militär als wir. Gebiete haben wir beide gleich viel. Finanzen sind wir natürlich sehr viel weiter. Bevölkerung haben wir auch weniger. Ach, nicht mehr lange. Hier ist zum Beispiel der Stammbaum. Ronin. Daimoido. Maihida. Okay. Mein Herr? Sonst haben wir wahrscheinlich alles. Wir sind halt noch weiter runter. Aber das Rathaus wird gleich gebaut. Ja! Das ist eigentlich das Hauptproblem. Kapitän, die Flotte kann dort nicht hinsegeln. So. Ah, jetzt haben wir einen Hafen bei Hansjung. Und wir haben schon die Meisterpferde. Zücht der Gilde. Okay. Der Spion schaut schon mal, wo was ist. Wir werden niemals aufgeben. Ja. So. Wir müssen irgendwie das rekrutieren, das nicht zu viel, nicht zu teuer ist. Diese Schild Archer könnten wir gebrauchen. Ja, Crossbow auch. Grenadiere und Arkebus. Ah, das sind Gewehr. Die Lances sind sehr teuer, die auch. Die Pikmäner könnten wir noch nehmen. Und der eiserne Mann. Nee. So leicht können wir bisschen die Armee pushen. Wie ihr wünscht, Kapitän. Mein König, abrücken! So, ihr geht mal hier hin. Wir brauchen die Arches. Wir segeln morgen weiter. Und hatten wir nicht mehr Truppen reingetan? Ah, eben. Aber nur falsch geschaut. Wir haben die beste Bevölkerung. Cool. Baubericht. Kyoto, der Schmied. Ratskammer bitte. In Edo machen wir... Es ist zu teuer. Wir brauchen wieder Geld. So. Hansung ist der Hafen fertig, da machen wir entweder der Brunnen oder die, ja, ist schon viel besser. Der Brunnen in Peking machen wir, ja, was machen wir hier am besten? Ein Hafen. In Shijiazhuang machen wir auch einen Hafen. Dann haben wir relativ gute Handelsketten, die uns Geld einbringen. Mein Herr, werf den Anker. Wir segeln morgen. Wie lautet euer Befehl? Okay, mal speichern.
so. Ja, die Ding brauchen wir nicht unbedingt. Haben wir den Attentäter vergessen, aber. Kein Problem. Okay. Wir gehen hier hin. Wohin geht es? Diese Sachen raus. Mein König! Rein. Eure Befehle? Mein König! Einen ist nicht gut. Da hat's nur noch 60. Mein König! Geht ihr von den 60 mal Schiff. Gehen an Bord. Und. Ja, zurück nach Kyoto. Segel setzen. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Der unten bricht. Oh, jetzt haben wir aber Geld verloren. Ja, wir haben ein sehr teure Gebäude gekauft. Und deshalb. Das ist schon ein bisschen. Ding, aber wir haben ja jetzt so langsam wieder die. Gebäude gekauft, die Einnahmen geben. So ein botanischer Garten wäre doch nice. Kostet zwar 6000 und dauert 6 Runden, aber kein Problem. Der Ledergeber ist fertig. So. Mein Herr. Beide Häfen werden gebaut. Euer Wille geschehe. Ich könnte. Ja, die sind gerade ein bisschen blöd. Ich werde mal schauen. Ich könnte Hongzhou angreifen. Hat hier irgendwo eine Brücke? Gehen wir doch hier runter. Wessen Zeit ist abgelaufen? Ein Ziel. Und der Temp 36. Ne. Bin auf dem Weg. Dem Spion gehen wir mal dorthin. Ah, die haben alle Truppen hier unten gehabt, wahrscheinlich. Hier kommen sie nämlich hoch. Ja. Leider nur einzeln, aber. Ja. Sagen wir mal so, die Ming-Dynastie ist der Tutorial-Gegner, später wird es beinhört. Ja, also Borneo möchte ich gerne besitzen, die sieht so geil aus hier. Und hier unten ist irgendwo auch eine Stadt. Ja, wird noch viel Arbeit hinter uns stehen. Und ja, aber wir werden alles erobern, wir haben genug Zeit und ja, vielleicht gefällt es euch und wir sehen uns das nächste Mal, hoffentlich. Dankeschön und ja, bewerten nicht vergessen. Tschüss, bye bye.